Was ist denn das? Guckt euch das an, was da liegt. Willkommen zurück, ihr kleinen Lubis. Bei mir, Lubius LP, zurück bei The Evil Within. Und in der letzten Folge haben wir nochmal schnell gespeichert. Und wir sind zurückgelaufen, weil wir ein bisschen Angst hatten vor diesen komischen Teilen, die da waren. Erstmal die Tür eintreten. Welche Richtung waren das jetzt, wo wir lang mussten? Da sind wir rausgekommen, also müssen wir hier lang. Gut. Denn wir brauchen das letzte, diese letzte Steintafel da, um das Tor zu öffnen zum Wächter. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich habe auch ein bisschen Schiss davor. Bam! Sebastian! Ich frage mich natürlich immer noch, wie das hier aufgeht. Kann ich hier irgend... Ja, ja, ich habe euch schon gehört, aber... Okay. Da hat sich die Frage natürlich erledigt, wie man das öffnet. Ja, die Türen gehen natürlich zu. Wollte ich natürlich nicht. Ich sah durch, Alter. Macht mich nicht wütend. Kann ich hier rein? Hallo? Sieht ein bisschen komisch aus. Hier liegt eine Kette. Hier liegt eine Axt. Die kann ich immer gut gebrauchen. Das muss ich sagen. Die kann ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Wo geht's hier oben lang? Da geht's runter. Ich gehe dann natürlich richtig langsam. Da ist eine Bombe hinter. Wieso ist denn da auch eine Bombe hinter? Ich verstehe es nicht. Sollte man sich auf diese Nadel draufsetzen oder was? Uäh. Hallo, ich bin wieder da. Zurück im Club, würde ich sagen. Oh, da ist eine Spritze bei. Ich glaube nämlich, wir müssen da runter, wie es aussieht. Gut, dass ich nicht als erstes diesen Weg hier genommen habe. Denn ich glaube, dann wäre ich tot. Der sieht ein bisschen komisch aus. Wo sind jetzt meine... Hier ist noch so eine Box. Wo ist denn jetzt die Spritze hin? Ist die Spritze... Da ist hingerutscht, okay. Das ist ja ein bisschen komisch, ne? Ich wollte schon sagen, wo ist die Spritze hin? Hä? Hä, wieso ist die Spritze weg? Aber da ist sie natürlich. Der andere klebt da oben noch, ne? Ja. Bisschen eklig. Ekeligen. Das Komische ist, die Türen gehen auf einmal nicht zu, ne? Das ist ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Wartet mal. Habt ihr das gesehen? Habt ihr diesen Dingens da gesehen? Der springt mich gleich an. Ich weiß es. Ich hab's im Uri... Ich muss erstmal wieder die Tasten lernen. Ich bin... Leute, ich habe nämlich gerade ein bisschen bisschen DayZ gespielt. Und ich muss sagen, es macht riesig Fun. Ich habe auch mal wieder richtig Bock drauf, das zu zocken. Diesen Frozen-Dinges, Alter. Blend mache ich auf keinen Fall. Da mache ich lieber eine Harpune. Und ich muss sagen, Leute, DayZ macht immer noch richtig Fun. Nur, dass es halt ein bisschen verbuggt ist, immer noch. Und das ist halt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber es macht mega Fun. So. Das ist doch hier, der Dingens hier, der Tresor. Warte mal. Ist da hinter was? Hallo? Ich will natürlich hier alles absuchen, nicht, dass ich irgendwas vergesse, aber einen Schlüssel habe ich ja schon mal gefunden. Oh Gott. Oh Gott, das kannst du mir nicht erzählen. Was denn jetzt? Och nein. Das ergibt für mich gerade keinen Sinn, aber... Los, 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 schneller! Schneller! Sebastian? Von denen lassen wir uns nicht abhalten.
würde ich mal sagen. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 das ist doch ein Scheiß. Wir sind tot. Wir sind so gut wie tot. Nein. Nicht nachladen. Nicht nachladen. Nicht nachladen. Oh Gott, 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 oh Gott. Sebastian. 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 Alter, leck mich fett. Spacken, Alter. Ich habe jetzt die ganze Munition verdödelt, Mann. Weil ich zu schlecht zum Schießen bin, Leute. Leck mich mal fett, ey. Lass mal alles absuchen hier. Und das habe ich vorhin schon gesehen. Das will ich doch nicht hier lassen. Super, 3 Stück. Leute, ihr wisst, was ich herstellen kann, oder? Ihr wisst es. Yeah! Das nennt man Können. So. Ich hätte natürlich auch gleich darunter springen können, aber ich... Warte mal. Ich höre Stimmen. Ach nee, es kommt, glaube ich, von draußen. Kann ich da irgendwie... Nein, kann ich nicht? Okay, dann nicht. So, Mann. Ja. Ach, da ist Munition. Habe ich gar nicht gesehen. Nachladen. Er sieht schon wieder so komisch aus. Ich will ja nicht runterklettern. Bisschen Schiss habe ich natürlich jetzt schon. Vorne ist wieder eine Bombe. Kontrollpunkt, ja. Es wird doch jetzt ein bisschen interessant hier, ne? Hä? Oh nee! Oh nee, geh weg! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Fickel dich ins Kniechen! Oh Gott. Oh Gott. Leute, ich habe ein Problem. Das nennt sich Pimmelkeep. Bam! Oh Gott, ich glaube, den muss ich in eine andere Richtung locken. Komm her! Zack, zerstückelt. Den müsste ich eigentlich so gut wie tot haben. Ach, er ist schon tot, okay. Hannes, Alter. Alter Finne, Junge. Alter Finne. Das ist ja hier... Das gibt ja hier Mord und Totschlag, ey. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Was ist denn die für einer hier? Der will auch noch brennen, wa? Aber die droppen ja eh nichts. Wenn ich die zum Brennen bringe, bringt mir das nichts. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, Leute, schreibt es in die Kommentare, falls da irgendwas anderes ist. Aber ich wollte jetzt auch nicht unbedingt meine Explosionsfalle dafür aufs Spiel setzen. Nur um so einen Hannes da zu töten. Bin gerade ein bisschen in Concentration. Concentration, ist das? Bisschen Concentration. Ich muss sagen, das gefällt mir ganz und gar nicht hier. Das ist hier ein bisschen unheimlich. Alter, wie kann man auch nur unter einer Kirche sein, Alter? Versteh diese Leute, Alter. Versteh sie wirklich. Ist hier irgendetwas Besonderes? Nein. Okay, zurück. Außer hier, da. Seht ihr? Wäre ich nicht zurückgegangen, hätte ich das jetzt nicht gekriegt. Bisschen grüner Slimy Boy. Slimy die Boy. Ja. Bisschen gruselig, wirklich. Das war ja irgendwie zu erwarten, dass das da runter geht und das hier hoch. So ein Gewichteausgleich, wisst ihr.
Ich möchte gerne mein Pfeil und Bögen haben. Was ist denn das hier auf dem Boden? So eine Falle oder nicht? Das ist so eine scheiß Falle. Ich wollte schon sagen, naja. Weil wenn ich diese roten Bläschen sehe, dann sehe ich da schon gleich, dass da irgendwie eine Blase ist. Aber jetzt müssen wir hier mal gucken. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich hier gleich... Hallo? Gibt's jetzt hier schon Kriechtiere oder was? Ach, das ist eine Ratte. Oh, armes kleines Ding. Ich glaube, das habe ich mit in die Luft gejagt. Naja. Verluste gibt es immer. So, was ist mit ihm hier? Er kann was versteckt haben, weil er nicht dazugehört. Und? Nichts? Okay. Hier haben? Nichts? Warte. Da war doch was. Seht ihr? Das hätte ich jetzt liegen gelassen. Lass die Sahne jetzt hier auch nicht. Ich will nicht ihn treten, ich will sie treten. Nein, oder nicht. Er sieht auch ein bisschen fertig aus. Hat wohl nicht genug Schlaf bekommen, wie es aussieht. So, jetzt sind wir in diesem Raum, wo wir eben durchspielunst haben. Okay. Okay. So. Was ist denn das? Guckt euch das an, was da liegt. Oh nein, Alter. Ich glaube, da muss ich sogar hin. Nee. Lass mich bloß hoch. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Lass mich schnell hier raus. Lass mich bitte schnell hier raus. Zeitlich sieht's auch noch gut aus. Alter, dein Ernst? Ah, sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus, Leute. Es wird ein richtiges Kinderspiel. Nein, das natürlich nicht. Jetzt haben wir natürlich alles aufgebraucht, ne? Ja. Naja, ich habe noch diese Dinge. Ich gehe mal davon aus, dass es gleich hier hinter aufgehen wird. Und dann ist hier... Hallo? Hallo? So. Jetzt haben wir das hier geöffnet. Und dann können wir jetzt endlich... das hier öffnen. So, jetzt haben wir es offen, Leute. Und an der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da und schreibt konstruktive Kritik in die Kommentare, damit ich weiß, was ich verbessern kann. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis in 2 Stunden. Tschüss.